bei Dieter Appelt fand ich eben schon ganz früh faszinierend, wie spürbar bewusst er mit diesem Medium umgeht und das praktisch hinterfragt, und zwar mit komplettem Einsatz, also totaler Körperlichkeit. Der ist so ein existenzieller Sucher, der so in Frage stellt und eben so an Zeit und Leben forscht. Das war wahnsinnig faszinierend. In dem Zirkulationsfeld sieht man Appelt selber, wie er eben kopfüber in diesem Apparat steckt. Die Versuchsanordnung sozusagen ist dieser eingebaute Kopf. Das geht zurück auf Arbeiten, die er in den 70ern, Ende der 70er Jahre gemacht hat. Diese Kopfgestelle, auch interessant, also der Kopf als der Gedankenapparat. Und der Gedankenapparat ist eingeengt und nochmal apparatiert oder nochmal konstruiert sozusagen. In der Arbeit wird besonders schön sichtbar, wie das sequentiert ist, also wie diese Kleinteiligkeit und die Frage nach Zeit sichtbar zu machen ist. 5 Streifen, die bewusst den Negativstreifen assoziieren, also die Sequenz, und ein Moment sozusagen sichtbar ist. Das heißt, er seziert wieder diesen einen Augenblick, also die 21, die Sekunde, und teilt den auf und präsentiert darin eine unglaubliche Langsamkeit und Schmerzhaftigkeit und der ganze Druck von Existieren oder von der Enge der Existenz oder von dem Körpersein ist in dieser Sequenz, in dieser einen Sekunde enthalten. Es ist einfach so ein penetrantes Fragen letztendlich auch. Es ist wirklich wissen wollen, was ist denn Existenz? Wie stehen wir zum Kosmos? Wie stehen wir zu Licht? Was ist eigentlich Sehen? Was ist eigentlich Wahrnehmung? Was ist eigentlich, was bedeutet Leben? Was bedeutet Zeit? Es ist wie so ein Einfangen von Vergangenem und Zukünftigen. Und er schafft es eben, in dieses Jetzt zu rutschen. Er existiert in diesen Arbeiten, aber dieses Gefühl von, es ist genau jetzt, und genau das ist die Magie, die da drin spürbar wird.